Gott allerseits. So. Das ist eine ziemliche Arbeit, was uns vorsteht. So. Die Striche, natürlich, da gibt es unglaubliche Probleme. Ich habe angeschaut, was im Material drin war, und bin ich gar nicht einverstanden. Ich habe einige Vorschläge. Auch wir werden gleich sehen. Ein Problem bleibt es im Scherzo. Das Scherzo hat wirklich Striche-Probleme. Wir werden das zusammen besprechen und auch zusammen entscheiden. Bitte sehr. Eins, 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 eins. Das ist nie im Leben eine Achtel, das ist eine Übersechzehntel. Quasi eine Siebzehntel ist das. Timbabam heißt es. Timbabam, pimbabam, pimbabam. Das ist der Nerd. Timbabam, pam, pam, pam. So breit ist sie. Und Teptram, das ist doch nie im Leben die Neunte. Also sehr, sehr bewachen den Arm. Eins, 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 eins. Es ist unglaublich schön komponiert. Nichts wie der letzte Satz, da ist sehr, sehr in der Luft alles. Hier eine einzige Exigenz, ein Bedarf. Wenn Sie nach den ersten vier Themen nicht leichter werden und bleiben auf dieses gewisse Piano, hört man nicht mit derselben Frische den nächsten Einsatz. So, ich werde die Stimmen mit einem Rot Stift so markieren, diese vier Takte des der Kopf des Themas. Bim, pram, pa, 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 pi, pa, 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 wenn ich, wie die Bratsche kommt und dann Cello. So dass es sich abhebt. Es ist wunderbar auch da eng geführt. Jetzt sind die Einsätze alle viertaktig entfernt. Es kommt aber Bim, ra, pa, pa, pi, pa, pa, zwei Takte, ti, 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 ja, pa, pa, pi, pa, 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 pa. Unglaublich. Wenn sie aber bleibt, undifferenziert, kommt diese absolut geniale Frische von ihm. So rein gehört es, dabei war er schon taub, als er das geschrieben hat. Wie stark die Kraft der Verinnerlichung in seinem Geiste war, dass er gar nicht mehr Klang brauchte und wusste genau, wie es klingt. So. Bitte. Kontrapunktischer die Situation, desto notwendig die Aufhebung des ersten Schlages. Nicht Pianissimo, sondern ihr müsst mehr. Weil die Masse, es ist zu viel los. Und wir müssen uns behaupten gegen diese etwas grautendierende Masse. Wenn wir nicht das raufheben, ist es grau. Es ist ein D-Moll, nichts anderes. Ja, noch einmal. Ich bedanke mich für eure Geduld. Ich weiß, ich habe wunderbare Ferien gehabt und ihr habt nichts gehabt. Also ihr spielt ein Konzert nach dem anderen. Das ist ein Mord, ist ein Kulturmord. Aber wie kann ich das verändern? Das nächste Mal komme ich als Milliardär und hoffentlich werde ich noch ein gutes Ohr haben, mache ich ein Orchester und ihr kommt auch mit, ja? Und dann bezahle ich das alles. Denn wirklich, wie oft kommt ihr hier absolut ohne jede Form von,
Freude und von Spaß und wir müssen, weil wir davon leben. Musik kann nicht gemacht werden nach Verträgen. Musik muss auch ohne Geld gemacht werden. Aber wir müssen trotzdem gut leben. Also. Jeder mit seinen Möglichkeiten. Es gibt welche, die ein Harem brauchen, alle, die überhaupt keine Frau brauchen. Und die werden mit einem Mann zufrieden. Also. Bitte sehr. Weg. Wunderbar, wunderbar. Wow. Ja. Also ich liebe das wirklich. Wenn ich das spiele, kommt mir vor, als die schönste Musik, die ich je gemacht habe. Ja, Kinder, eine Bitte noch. Wenn du mir morgen eine Haydn unbekannte Sinfonie gibst, werde ich dasselbe machen, was ich mit Berlas mache. Ich muss von vornherein lesen, nichts verstehen, das erste Mal, ein zweites Mal lesen, ein drittes Mal dann anfangen, da erkenne ich ein Thema, da ist es nochmal da gewesen, das ist da. Beziehungen, bis ich dann das Ende in Bezug auf den Anfang empfinde. Erleben, dann ist es meins. Und ist es meins viel in viel tieferen Sinne, als der Komponist es sagen darf. Der sagte mal, Ceribidache kennt die Partitur besser wie ich. Ist es auch nicht schlimm? Ich habe seine Begabung nicht. Ich muss mich an bestehenden, erlebbaren Zusammenhängen halten. Sind nicht da, kann ich nicht damit anfangen. Während bei ihm sagt, ja, ist schön, aber der La Piccola hat was entdeckt, das mit der neuen Chromatik. Ach, das mache ich irgendwo. Sagen wir, was ist dieses Quatsch da? Ja, das ist die Darstellung des Chaos. Wir leben in einem Chaos. Mein Gott, wenn Musik etwas nicht kann darstellen, das ist so Kinderspiel, Wasserspiele auf dem Trillern des Flügels. Musik kann wieder was anderes. Musik kann dir vermitteln, deine Einmaligkeit. Und nichts ist schöner als das. Ja. Und die Bewegung ist nur so groß, wie der Schlag zulässt. Alla base dell'arte del dirigere c'è il gesto nato dal nulla, un impulso senza dimensione temporale. Partendo da questo si arriva alla libertà del braccio, al gesto privo di intenzionalità. Il braccio diventa uno strumento e si vive il suono senza divagazioni. Das war gut. Nee? Merkst du den Unterschied? Nicht. Noch mehr piano. Ceribidache dal 1978 tiene un seminario a Mainz due volte all'anno a cui tutti possono accedere. 14 giorni, pratica il pomeriggio e teoria la mattina. Stavolta vengono trattati i tre punti fondamentali di ogni corso musicale, inizio, apice e fine. L'apice è il punto della massima espansione in cui i conflitti musicali vengono spinti all'estremo. Was ist in einer musikalischen Phrase der Sinn? Intrigo! Warum ist das sinnlos? So ist es. Sowohl die Nacheinanderreihung der Töne, um Anfang und Ende zusammenzubringen, gehorchen einer Struktur, genauso wie die Begriffe einer Struktur gehören, damit Ende und Anfang zusammenfahren. Wann weiß ich, dass ein Stück zu Ende gegangen ist? Wenn das Ende im Anfang ist, wenn die Materialisierung des Endes ist das, was mir der Anfang versprochen hat.
Zusammenhang heißt es nicht von einem Augenblick zum nächsten, sondern nachdem ich durch so und so viele Augenblicke gegangen bin, die Zeitlosigkeit zu erfahren, da wo Anfang und Ende zusammenleben, in dem Jetzt, die Struktur als Ganzes zu erleben, setzt im Voraus was? Anfang und Ende und auch absoluter Bezug zueinander von den Teilen. Wenn ich nicht Teile empfinde, sondern das Ganze, was hat mein Geist getan? Reduziert hat er. Wann kann ich reduzieren? Wenn es Beziehungen gibt zwischen den Teilen. Ja. Sie fuchteln sehr viel herum. Ich bitte das Orchester, wenn nach möglich, wenn es möglich so zu spielen, wie er dirigiert. Da hat wahnsinnig viel Bogen genommen. Ob das nicht sowas ist. Denn sonst, wenn er von euch nicht lebendig hört, was da nicht stimmt, wie soll er das hier erfahren? Er macht so und ich spielt ihn da so gerade wie so. Wo ist der Zusammenhang? Was ist der Unterschied, wenn Sie Orchester dirigieren und wenn Sie Chor dirigieren? Muss man irgendwie atmen, also in sich selbst. Ach so, Orchester atmet nicht. Nein, das wissen Sie aber nicht. Chor dirigiert mal viel mehr legato, so wie die menschliche Stimme ist. Und das andere so hypothetisch, klein und kurz. Aber wenn der Chor kommt, muss diese Größe, diese spezifische Chorgröße raus. Sie machen gleich. Ja, Choreinsatz bitte. Ogni musicista può prenotarsi per suonare in uno dei pomeriggi di Mainz di fronte a Celibidache e ai suoi allievi, se ne ha il coraggio. Si presentano pianisti, cantanti, violinisti, ensemble cameristici. E per tre giorni gli studenti di direzione orchestrale hanno a disposizione un'orchestra e un coro, un'opportunità piuttosto rara di confrontarsi con il loro futuro strumento di lavoro. Der ist von Bach, ist sofort da. Steht nicht dabei, wenn ich das in Worte sagen möchte. Aha. Die Realität ist eine andere. Sehen Sie, es ist sehr einfach und gerade. Wenn Sie so anfangen, ist nicht mehr an. Oh, schau, wie das ging. Einmal mit mir alle. Sie machen so. Ja. Und ich mache so. Was haben Sie mit dem Mezzo Forte? Haben Sie Gutes gehört? Oder? Ja, wahrscheinlich. Ich nehme auch an, dass Sie Gutes haben. Mezzo Forte gibt es nicht. Mezzo Forte ist, wenn man weder Forte kann, noch Piano kann. Fließend und gerade, bitte. Wie vom lieben Gott gegeben. Ich habe dann zwei Artikulationen, drei, vier, fünf. Kann es so eine Situation geben? Selbstverständlich. Und nach diesem Punkt, ich habe nicht mehr die Möglichkeiten, noch das irgendwie zu widersprechen, zu einer Konfrontation zu führen. So muss ich zurück, dass weiter geht die Expansion nicht. Die ist gewachsen bis dahin. Dann komme ich runter. Warum komme ich runter schneller, als ich raufgegangen bin? Das haben Sie doch gesehen. Ein Berg ist viel schwerer, auch, obwohl für mich ist es viel schwerer, runter zu gehen, als rauf. Also, der Gang ist viel schneller, weil die, alle, was als hier als Kontrast gewirkt hat, hat gewirkt hier, weil es neu war, aber hier ist es alles bekannt. Also, ja. Wie steht
die erste Artikulation dem Anfang gegenüber. Sie ist mehr in dieser Phase, nicht wahr? Die Spannung ist mehr. Wie ist in dieser Phase? Auch mehr. Wie ist in dieser Phase? Auch mehr. Na, wie ist es jetzt? Weniger. So, umgekehrt, das heißt, der Höhepunkt hat es verursacht. Wie ist das erreicht? Durch mehr. Das ist erreicht durch weniger. Zwischen mehr und weniger, wie laufen die Richtungen? Entgegengesetzt. Durch die Psychologie ist das anders gerichtet. Ob das defis hoch oder tief ist, spielt absolut keine Rolle. War das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Die singen aber nicht. Worauf sollen sie nicht warten? Worauf sie gewartet haben. Dass der Jerusalem war und ich möchte Jerusalem war mit Kadenz anschließen. Kadenz anschließen. Haben Sie so dirigiert? Ja. Ach wo. Oder versucht. Wie? Oder versucht. Versucht, ja. Das ist ein Dialektik. Wir kommen nicht sehr weit mit ihm. Ja, noch einmal. Hier und da. Genau dasselbe Geschwindigkeit von die Abbrüche nachher bei der letzten Stadion. Ich habe nicht so ganz abgefahren. Ja, ja, er meint mit mir gleichzeitig. Ich kann ja, ich hab, auch das habe ich verstanden. Das dirigiert man und das erklärt man doch nicht. Noch einmal anfangen. Dass der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr es richten? Das ist die empirische. Was ich mir wünsche, dass einer aus den Proportionen die kleinen Werte bekommt. Ja. Aber von allen bis jetzt Dirigenten hat er das am besten gemacht. Das ist absolut wahr. Es ist eine Entsprechung zwischen dem, was ich höre und die Beschaffenheit meiner Affektenwelt. Wenn die Quint in mir eine neue Perspektive aufmacht und ihre extroverte Natur zeigt, das war nur möglich, weil zwischen dieser Quint und meine innere Welt eine Entsprechung da war. Entsprechung entsteht, wenn das, was mich berührt hat, in einer Form sich weiter strukturiert. Die Entsprechung zwischen Klang und inneres Leben des Menschen macht Musik möglich. Zweite Univiola. Cello.
Halter! Viola! Messe! Wir sind nicht mehr Hauptstimme, leider. Aber ich muss sagen, das ist einmalig schon gespielt, Cello. Jetzt, nachdem das so wunderbar, jetzt kommt es rüber. Das ist ein bisschen Hoffnung, denn das ist schrecklich, der Premieren. Jetzt hinhören. Und die dramatischen Töne, die Sprünge da, sehr auf die erste Geige gedacht, ja? Können wir das erwischen? Oder machen wir nochmal? 10, Takt 10, danke. Ja. Takt 10. Nein, da habe ich den Übergang nicht. Nein, noch einmal, Anfang. Oh. Nulla rimane dell'atto del fare musica. Per Celibidache esiste soltanto ciò che suona qui e adesso. La musica non è un bene materiale che si può conservare e per questo Celibidache non incide dischi. È qualcosa di transitorio, non può durare nel tempo. Ma nel concerto, dove l'ascoltatore partecipa alla nascita della creazione insieme al musicista e dove il suono nascendo muore, si può raggiungere la temporalità, la coincidenza dell'inizio con la fine. Nichts eingetragen. Helmut, im Prinzip nichts was eingetragen. Das wäre hier normal hin und her. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Wir passen uns an dem Cello an. Genau dieselbe Bögen nehmen wir da. Ja, wir klären das nachher. Jetzt, schnell, was ist das jetzt? 18 mit Auftakt. 3.
haben wir so einen Bass, dass er dagegen was anfängt. Natürlich, es müsste mit dieser Fülle losgehen, aber wir brauchen eine enorme Stimme. Etwas fängt an irgendwie zu laufen, aber dir ist es nicht klar, dass es läuft zeitmäßig. Wenn einer das Gefühl hat, ja, ist es zu lang oder zu kurz, ist er wieder raus. An sich, da steht einer, wenn er diese Fähigkeit noch besitzt, irgendwie außer der Zeit zu leben. Musik dauert auch nicht in diesem Sinne. Es gibt nicht lange Sätze und kurze Sätze. Nur von draußen betrachtet sind lange Sätze, kurze Sätze, laute Sätze, leise Sätze und so weiter. Wenn es wirklich läuft, ist mir einmal passiert in San Marco in Venedig mit Chormusik. Ja. Hat es nicht gedauert. Aber es kann natürlich irgendwas schiefgehen unterwegs. Es kann einer seinen Einsatz verpatzen. Wie steigst du sofort aus und dann ist alles viel zu lang. Ja, bei einem Normalkonzert steigst du die ganze Zeit aus. Es ist bei 100 Konzerten im Jahr, wenn es 3 gibt, wo man einigermaßen dabei geblieben ist. Das wäre viel. Secondary, she is leading all the time. The best position is yours. The only chance you've got, darling. Direct, is there? Do you feel very restricted? Very neglected? Oh, I feel blocked. Direct, Einsatz? Einsatz? Benedictus? Sind aber anders. Also wir können aber nicht die Semantik völlig opfern. Benedictus qui venit. Ja. Mehr hebt uns vor oder jetzt werden wir teilen. Ja, nochmal. Vielleicht einen Takt vorher, wenn das ging. Ein Takt vor, ja. Ein Takt vor dem Einsatz, hat sie recht. Ja. 3. Und es ist noch was anderes, was so ganz undefinierbar bleibt. Sie können auch nicht anders als es geschehen lassen. Sie lassen es entstehen. Man tut selbst nichts. Man sieht so aber, dass nichts dazwischen kommt, was diese Entstehung, diese wunderbare Entstehung irgendwie hindern konnte. Also man ist unglaublich aktiv und in der gleichen Zeit unglaublich passiv. Man will nichts, man lässt es entstehen. Das ist eine Replika der Engel. Er singt Rararim, Piri-da-ra-ra-ram, und Piri-da-ra-ra-ram. Das ist ein himmlisches Echo von dem, was die Menschen da unten singen. Nochmal. 1 und die. Ja. Thank you.
Nichts. Nichts, Engel. Wenn nicht. Famos. Warum hören Sie nicht, dass er runterkommt? Ist das wichtig hier da drin? Es hängt der ist tot. Ist das wichtig oder er ist wichtig? Tira-ri-ra-ra-ra-ra-ra. Außerdem steht überall pianissimo. Maxi, viel ruhiger einatmen. Ich bin hinterher. Jedes Mal Team, ruhig einatmen. Wir sind alleine. Direkt, wo das Anstieg anfängt. Sechs vor Cäsar, bitte. Sechs vor Cäsar. Nel 1988 Celibidache, dopo una lunga assenza, è ritornato con i Münchner Philharmoniker a Tel Aviv. E lì ha incontrato i musicisti con i quali aveva suonato a lungo negli anni 50 e 60. Ich habe wirklich dich im August zu gratulieren, da war ich selber dran. Ich war in, auf einer Tournee mit Schleswig-Holstein. Komm zu mir. Ja, aber der Dorn, der Dorn, der Dorn. Hey, ja. Wie geht's? Ja, wie geht's? Ach, du, mein Gott, wir sind jünger geworden, was? Ja. Ja, so, vorne, so leicht. Ich fand es sehr schlecht, ja, ich weiß. Aber die haben das ja. Viele Jahre. Ja, ich habe noch einen Bruder. Schwager. Drei. Schwager. Schwager. Ja, er ist ja ein Verräter. Meine Jassi-Leute aus Jassi, ich habe Angst zu fragen. Ich habe gefragt, wo ist der? Nicht mehr da. Wo ist Benno Baruch? Nicht mehr da. Wo? Ach, das ist schrecklich. Nichts hasse ich mehr als das Gefühl,
dass jemand, zu dem man nicht mal verwandt, aber zu dem man nah gestanden hat, die ersten Eindrücke des Lebens geteilt hat, das ist nicht mehr, das geht nicht in meinem Kopf. Es ist schrecklich brutal alles. Wenn man kein Glaube hat, ist man absolut verloren. Sag mal, wir sind jetzt, mein erster Besuch in Israel war 52. 54. Das erste. 52, das weiß ich genau. Das war mit der italienischen... Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nur, dass ich sehr begeistert war, weißt du, weil ich eine Sinfonie war. Da habe ich einen Fagottisten, Rechtmann, entdeckt. Er war schon bekannt. Also. Und ich war so begeistert von ihm, so ein fantastisches Ohr und Ton und alles. Und dann kommt er zu mir und sagt, ich freue mich, dass es so ein Musiker gibt wie Sie, sagt er zu mir. Da war ich so selig. Und dann sind wir sehr gut befreundet. Er hat einen Sohn, der macht eine schöne Karriere in Amerika. Aber nicht ein fantastischer. Gut ist auch gut. Nein, gut ist nicht gut. Gut ist nicht genügend. A Berlino, dove Celibidache aveva studiato negli anni 30 e 40 musica, filosofia e matematica, l'incontro con Wilhelm Furtwängler gli apre nuovi orizzonti. Finita la guerra, quando a Furtwängler non è concesso di dirigere l'orchestra dei Berliner Philharmoniker, l'allora sconosciuto Celibidache viene scelto per sostituirlo. Dopo due anni Furtwängler riprende il suo posto e Celibidache rimane insieme a lui il direttore più importante. Ma alla sua morte viene chiamato a succedergli Herbert von Karajan e non Celibidache. Così lui non ha mai più diretto i Berliner Philharmoniker. Ha lavorato molto in Italia, in Sud America, in Scandinavia, in Francia, in Germania e in Inghilterra. E con la Israel Philharmonic Orchestra a Tel Aviv. Wir erinnern uns von dem
wunderbare Sachen, was wir erlebt haben. Aha. Und so von seiner Person her, hat er sich verändert? Nein. Er sagt, die Regierung bestimmt nicht. Seine Auffassung, die Musik bestimmt nicht. Er ist jetzt viel ruhiger geworden. Er war früher viel schärfer und besonders in den Proben sehr scharf. Aber er war hinterher nie nachtragend. Mhm. Es gab oft kleine Zusammenstöße, die manchmal etwas auch ausgeartet haben. Er lief weg, aber nicht ihm hinterher und dann hat ihn beruhigt und er kam wieder. Und daran hat er sich jetzt noch erinnert. Ich kenne keine Probe, das heißt, ich kenne kein Konzert in den Proben, wo nicht irgendwie mal ein Skandal war. Und als einmal wir drei Proben hatten, und der Skandal war noch nicht fertig, habe ich zu meinem Freund gesagt, hör mal zu, der ist heute nicht auf dem Damm, der ist nicht ganz in Ordnung. Aber er war auf dem Damm, der Skandal kam dann später. Schon beim ersten Mal, dass Celibidache hierher gekommen ist, innerhalb der ersten drei Minuten auf dem Podium in der Probe, stand da ein Dirigent, eine Art von Phänomen, von Dirigier- und Musikphänomen, wie wir es bis daher nicht erlebt hatten. Und wir haben schon einige Phänomene erlebt, wie Koussevitzky und Bernstein, andere große Dirigenten. Ein Phänomen zunächst einmal hier, in der Hand. Seine Schlagtechnik ist bis heute von niemandem erreicht. Ich kenne keinen Dirigenten jedenfalls, der so leicht verständlich ist und so selbstverständlich zu verstehen ist wie Celibidache. Aber damit fängt es ja nur an. Für ihn selbst, wie er selber sagt, wie wir später von ihm gelernt und gehört haben, sind die technischen Dinge völlig nebensächlich. Die Orchester spielen so wie ein Mensch, Kammermusik, die ganze Fassung von Musik ist richtig, muss sein Kammermusik. Die symphonische Kontinuität von der Geige zu den Bläsern und zurück, und das ist ein Mensch mit das. Manchmal hört man nicht die Übergang von einem Instrument zu dem anderen und die Balance ist so fantastisch. Er wollte alles, perfekt. Aber er war sehr schön, sehr gentlemanisch. Es war ein paar Inzidenten, aber er ist sehr groß. Er ist ein Genie. Alle wissen das. Ja. Auf der Bühne gibt es nichts zu verzeihen bei ihm. Ohne Widerspruch, ohne der absolute Diktator. Hinterher der feinste Kollege und feinste Mensch. Also ich persönlich. Teile die Dirigenten ein in zwei Kategorien. Die einen, die sind die Polizisten, die passen auf, dass alles zusammen ist und dass einer nicht zu früh kommt und dass alles zusammen aufhört und so. Und die anderen sind die Bildhauer, die gestalten. Und Celibidache gehört nach meiner Meinung nach, also das ist mein persönlicher Eindruck, zu beiden ein bisschen. Ich träume, der Meister soll kommen einmal und dirigieren mit unserem Orchester. Das ist alles was. Ich habe alles gesagt schon, ja. Dream.
Es ist eine einmalige Leistung von euch. Wir haben bei verschiedenen... bei some situation we're just still hesitating. There is no comparison possible between tempo as a velocity, as speed, between exposition and reprise. In the reprise, everything is flowing, it's known, and it is also shorter from the point of view of composition. So we present a theme, a second theme, and the confrontation of those. In the reprise, everything is known. It's the same theme, same key, and so it flows more. You should not think over about it, but you watch me. I will show you how it is. So, 15 minutes of interval. Also, was habe ich von Furtwängen gelernt? Der eine Gedanke, der mir alle Türen für mein ganzes Leben und für meine ganze Untersuchung geöffnet haben, dieser eine Satz. Als der junge Chilibidaki ihn gefragt hat, Meister, wie geht das, dieser Übergang, diese Bruckner-Sinfonie, von dem da, wie macht man das? Wie schnell? Und was schlagen Sie da? Sagt er, wieso, wie schnell? Je nachdem, wie es klingt. Klingt es reich und tief und überall gleich, werde ich breiter. Klingt es trocken und flüchtig, muss ich schneller werden. Das heißt, er ist auf dem Hören eingestellt, auf dem, was tatsächlich rauskommt, was tatsächlich mitspielt. Und nicht auf eine Theorie. 92, was ist 92? In Berliner Philharmonie, was ist 92 in der Münchner Philharmonie und was ist 92 in Musikverein Wien? Eine Idiotie. Denn jeder Saal, jedes Stück, jeder Satz hat ein eigenes, absolutes Tempo, was diese Situation, nicht eine andere, wiedergibt. The fifth of N, Napoli, fifth of ist diese noetische Phase. Auch wenn man es kapiert hat, ist man noch nicht drin. Für mich kommt alles auf Erleben. Wenn der junge Mensch erleben kann, dass das, was ich da erzähle, von Bedeutung ist, nicht nur mir glaubt, weil es Chilibidache sagt, dann ist Hoffnung, dass er wirklich zur Musik kommen kann.
Dass junge Menschen wirklich zu sowas kommen können, ist es nicht Zufall. Das ist schwer erkämpfte Lage. Ich bin selig darüber. Es wird auch nach mir noch weiter Musik gemacht. Donnerwetter. Weiter. Ich kann mich nicht beruhigen. It had greatness, Größe, nicht nur Töne und Intonation und gute Einsätze, sondern Größe, Grandeur auf Französisch. Ja, mich hat nichts weiter gestört. Ich habe nur als das, was passierte und ich raus musste. Dann habe ich gemerkt, wie schade. Und ich habe sofort den Kindern gesagt, du weißt nicht, ob sie das gesehen haben, mit Tränen in den Augen. Es wird Musik gemacht werden, auch nach mir, obwohl ich selber nicht sehe, wo. Wo noch und wer kann das noch? Und wenn ich sowas sage, sagt er glaubt, er ist der Einzige. Mein Gott, wie froh wäre ich, wenn Furtwängler heute dabei wäre und der Welt zeigen würde, was ein breites Tempo ist. Sein ganzes Leben haben sie ihn gequält. Viel zu breite Tempi. Wer sagte das? Diese Trottel, die nur ein Drittel hören von dem, was auf der Bühne geschieht. Was weiß er von der dritten Flöte? Nee, für ihn ist das Makulatur. Die große Linie, das will er haben. Die große Linie. Groß ist die Linie, damit sie auch in ihrem Kopf reinkommt. Große Linie, unverschämte Ignoranten. Ja. So. Also, du zwingst mich irgendwie dann an diesem Mysterium reinkommen zu wollen, doch mit dem Intellekt. Und ich bin nicht genug stark, um zu sagen, nein, darüber können wir uns nicht unterhalten, was da geschieht. Weder ich kann dir was sagen, noch du kannst mich befragen.